Wir sind heute bei den Amazonen Award im Industriellen Haus und hier werden Betriebe prämiert, die weibliche Lehrlinge in technische Berufe holen. Bei uns hier geht es um Ausbildung, das wissen Sie, die meisten von Ihnen ganz genau, weil Sie sich selbst beworben haben beim Verein Sprungbrett für Mädchen, der jährlich jene Ausbildungsbetriebe auszeichnet, die junge Frauen im technischen Beruf besonders gut ausbilden und fördern. Mit dem Amazonen Award beweisen wir gemeinsam, dass ein Zusammenspiel von Politik, Unternehmen, Institutionen, den Sozialpartnern und ein paar kräftigen Menschen wirklich auch zum Erfolg führen kann. Dieser Amazonen Award bezieht sich wirklich nur auf die Lehrberufe im handwerklich-technischen Bereich. Und der ist bereits im 21. Jahr, also vor 21 Jahren wurde die Amazone gegründet. Und damals, sage ich jetzt mal so in den Anfangszeiten, da war ich noch nicht im Sprungbrett, aber da war es eben so, dass alles im Aufbau war natürlich. Also es war die Arbeit mit den Betrieben von Seiten des Sprungbretts auch noch in den Anfängen eher. Und man sieht ja hier am heutigen Award, wie viele Unternehmen da bereits teilnehmen, für die das einfach heutzutage auch eine Selbstverständlichkeit ist, im Bereich Wien zu sagen, wenn wir für Frauenförderung einstehen, wir sind ein namhaftes Unternehmen, dann wollen wir das in der Öffentlichkeit zeigen. Also ich heiße Shelley Vasquez und bin im Chemielabor Technikerin bei Böhringer Ingelheim. Und jetzt in der Arbeit, wie viele Männer gibt es und wie viele Frauen, die jetzt im Lehrlingsberuf sind? Also bei uns ist es eigentlich gleich, aber es werden immer mehr Frauen. Dieses Jahr wurden schon wieder zwei aufgenommen und ja, wird immer besser bei uns. Das ist auch ein Beweis. Und was glaubst du, warum sind eher weniger Frauen in technischen Berufen? Zum Beispiel jetzt sagst du, es sind bei euch gleich viele, aber würdest du sagen, wenn jemand sagt, Chemie, das ist nur was für Männer und nur was für Burschen, warum glaubst du, sagen das die Leute und stimmt das? Naja, generell haben ja früher immer Männer gearbeitet und Frauen ja schon mal gar nicht. Und das sind halt noch Berufe, die eigentlich Männer ausüben. Aber ich will damit sagen, dass auch Frauen die Berufe ausüben können, wenn sie wirklich Interesse haben. Und es ist das Wichtigste, wenn man wirklich sich dafür interessiert, dann schafft man es auch. Und egal, ob man jetzt jünger oder älter ist, ja. Also Mädels können auch Mathe und Chemie verstehen, so wie alle anderen auch. Genau, das wollte ich damit sagen. Also ich heiße Victoria Thies und mein Lehrberuf ist die Lehre zur Binnenschifferin. Das heißt, du bist Kapitänin? Ja, in weiterer Folge dann der Ausbildung, ja. Und wie viele Frauen seid ihr da in einem Betrieb? In der Firma sind wir 5 und es ist aber eigentlich schon besser geworden. Also jedes Jahr, was nach mir jetzt kommen ist, ist eigentlich in jedem Lehrjahr eine Frau. Und warum glaubst du, dass Frauen glauben oder junge Frauen glauben, dass es ein Männerberuf ist? Naja, weil eigentlich schon Männer in der Überzahl in der Firma sind, überhaupt in dem Bereich der Schifffahrt sind. Es ist halt, man sind halt nicht so viele Frauen, die auf einem Schiff arbeiten. Aber können das nur Männer machen? Nein, das ab und zu gibt es Sachen, wo sich die Frau von der körperlichen Seite her schon schwerer tut, aber es ist alles zu schaffen. Ich bin Tapezierer und Dekorateur und jetzt im zweiten Lehrjahr. Und warum ist das eigentlich ein Männerberuf? Weil es teilweise sehr schwere Arbeiten sind. Wir verlegen sehr viel Boden und es ist halt auch relativ schwer manchmal. Aber es können Mädchen auch und Frauen auch machen? Sicher, ich mach's auch. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, wenn man weibliche Lehrlinge hat? Grundsätzlich eigentlich nicht. Also die Isabel wird bei uns gleich behandelt wie die männlichen Lehrlinge. Es ist aber wohlgemerkt schon so, dass ich feststellen muss, dass weibliche Lehrlinge teilweise zuverlässiger und wohlgemerkt höflicher sind auf der Baustelle als männliche Lehrlinge und vor allem auch, was die Feinarbeiten betrifft, etwas geschickter sind als manche männliche Lehrlinge. Ich glaube, das ist sehr viel wirklich auch, und das ist halt, das klingt vielleicht banal, aber es ist einfach das, wo man anfangen muss, das ist die Sensibilisierung zur Bewusstseinsarbeit. Ich habe erst gesprochen von den Role Models, das heißt, wir müssen die Mädchen, die es schon geschafft haben, die dran geblieben sind, herzeigen. Sie müssen viel lauter sein, sie sollen Vorbilder sein für ihre Kolleginnen, andere Mädchen, Geschwister. Und dass Frauen
genauso in diese Berufsbilder integriert werden wie Männer. Man würde es nicht glauben, es ist 2016, aber es ist immer noch nicht so weit, dass die Gleichberechtigung da ist.